Und wieder hallo ihr Lieben aus Palma de Mallorca, aus Mallorca, aus Palma. Wie versprochen heute im Livestream, den wir heute Morgen hatten, mache ich noch einen kleinen Rundgang hier durch Palma, nicht zu lang. Ich denke mal, ja, ich mache jetzt die Tour von hier vom Laden Richtung Borne und dann wohl durchs La Loncha Viertel runter zum Meer und an der Kathedrale wieder hoch. Genießt den Rundgang, habt viel Spaß. So, hier sind wir jetzt am Borne. Ihr seht schon hier durch die Baumwipfel durch. Es ist noch blauer Himmel. Und guckt mal hier unten. Haben wir noch die letzten Tage gesagt. 19. November ist ja die Weihnachtsbeleuchtung, die hier angeht. Und mit Sicherheit werden wir die wahrscheinlich mit dem lieben Sven zusammen irgendwie live online bringen. Und ja, noch gefällt haben die Sterne über dem Brunnen. Und jetzt sehe ich gerade im Moment, dass gerade die Sterne aufgehängt werden. Das ist so eines der letzten Sachen, was noch gefällt hat, dass dann am 19. November die Weihnachtsbeleuchtung starten kann. Da sind sie, die Brunne, der Brunnen mit den schönen Sternen. Und dann kommt noch ein großes Lichternetz, das ist auch noch nicht da. Wird wahrscheinlich dann auch jetzt die Tage installiert, oben am Platz an der Bar Bosch. Der Loncha-Viertel tagsüber immer etwas ruhiger. Ich weiß gerade aber auch nicht, wie es abends aussieht, weil wir gerade die letzten Tage hier abends auch nicht durchgelaufen sind. Es ist ja immer ein Viertel, wo abends viel los ist mit Restaurants, Eisdielen. Hotels, klein. Gerade sind wir am Hoteldress vorbeigelaufen. Ja. Hier wird um Ruhe gebeten, wahrscheinlich Anwohnervereinigung, nehme ich mal an. Hier ist Abaco, das ja immer noch auf hat. Sollte mal zumachen, deshalb dann wohl der Vertrag verlängert worden, die ganz berühmte bekannte Cocktailbar in Palma. Ja, am La Loncha Viertel ist einfach natürlich abends mehr los. Aber es wird auch schon langsam etwas ruhiger. Auch in Palma ist es schon etwas ruhiger. Wobei wir noch relativ viel Bewegung haben für November. Also ich glaube, die Saison hat sich etwas verlängert dieses Jahr. Aber jetzt im November in anderen Regionen der Insel macht dann doch schon sehr viel wirklich zu. Jetzt kommen wir gleich wieder bei La Loncha raus. Ein Bombenwetter. Wind ist gerade weg. Wind kommt und geht.
Hinten dann die Bar Cotto in Pink. Viele Jahrzehnte schon alt eingesessene Bar hier. Hier hinten war mal eine Dame, da hat er schön thailändisch gekocht, die ist leider nicht mehr da. Ja, thailändisch Takeaway gekocht. War sehr lecker. So, und jetzt gehen wir einfach mal hier, wie schon vorgesagt, Richtung Meerseite, laufen am Meer zurück in Richtung Kathedrale. Sind dann hier gleich wieder an der Mole. Und dann hier schon das oft von uns genannte Pesquero. Restaurant, wo es auch immer guten Fisch gibt, Paella gibt und so weiter. Direkt hier, wo auch immer die ganzen Fischer ihre Fischernetze auslegen. Hier werden dann auch die Fischernetze repariert, gesäubert, wieder geflickt. Jetzt hatte ich heute echt meine Jacke angezogen. Weil ich dachte, es ist windig und jetzt ist mir schon zu warm hier. Ich glaube, ich stelle euch da vorne mal ganz kurz ab. Genau, da oben haben wir schon was gesehen, da stelle ich euch kurz ab und dann entledige ich mich kurz meiner Jacke. So, jetzt stelle ich euch mal hier kurz ab mit Blick auf den Hafen von Palma. Ups, Entschuldigung, gewackelt. Und entledige mich mal meiner Jacke. Und weiter geht's. Hier hinten in dem Gebäude da oben, da ist oben auch eine Rooftop-Bar. Man sieht es ganz im Hintergrund. Ganz im Hintergrund mal gucken. Da steht sowas wie so ein alter amerikanischer Wohnwagen, so ein Airstream. Und da ist die Cocktailbar drin auf dem Rooftop oben. Und unten sind auch ein paar Restaurants drin.
Wobei wir meistens, wie gesagt, eher hier im Hafen in Pesqueros sind, das ich vorher auf der Kamera hatte. Aber hier kann es für den einen oder anderen auch mal ganz nett sein. Gerade vor allem die Bar da oben, die heißt, glaube ich, 49 Steps, 49 Schritte oder Stufen. Und ich denke auch mal, das wird wirklich die Stufenanzahl sein, die da hochgeht. Ich habe es jetzt noch nie gezählt. Können wir ja mal kurz machen. Sieht man mal von oben den Blick, wo auch, wie gesagt, die Cocktailbar ist. Und ja, schauen wir uns einfach mal an. Hier Mar de Nudos. Dahinter, wie gesagt, nochmal zwei, drei Restaurants. So, und schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Stimmt das? 24, 25, 26, 27, 38, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48. Ich komme auf 48. Habe ich mich vielleicht um eine verzählt. Ja. Und hier oben habt ihr einen tollen Blick über, fangen wir mal hier an, von der Kathedrale, über die La Loncha, über den Hafen von Palma. Hier hinten dann Richtung Porto Pi auf der Seite da hinten. Komplett um die Bucht zu machen von Palma und ja, ich weiß nicht, ob die 49 Steps, ob die schon komplett zu hat oder ob die erst später aufmacht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aktuell ist der schöne Airstream, aber ich denke mal, wenn alles noch draußen steht, dass die, da stehen auch noch die Kübel draußen, die werden wahrscheinlich später aufmachen, nehme ich mal an. Ja. So, jetzt zieht wieder Wind auf. Hat ganz zu? Ne, ja, nur jetzt, oder? Bitte? Ganz zu schon? Nein, oder? Ich weiß nicht, eigentlich seit ab 12 Uhr schon offen sein. Ah, okay. Super, danke. Also, sollte eigentlich ab 12 Uhr offen sein, ist aber noch zu. Vielleicht verspäten sie sich heute ein bisschen. Und hier halt wieder den Blick von hinten auf die Kathedrale von Palma. Vielleicht macht es auch wegen Wind ein bisschen später auf heute. Keine Ahnung, steht auf jeden Fall nichts dran. So, gehen wir wieder runter hier. Ich komme wieder auf 48. Ich komme wieder auf 48 Stufen. Vielleicht haben sie einfach noch eine Stufe dazugezählt, die man vorher, einen Schritt, den man vorher machen muss, um da hochzukommen. Oder es ist der Gag, dass alle hochgehen, zählen und sagen, stimmt ja nicht, eine Stufe zu wenig. Oder ich habe mich zweimal verzählt.
Mal nochmal kurz abgestellt und die Jacke gerichtet, dass sie nicht runterrutscht. Einmal nett gewunken und gegrüßt. Ganz da hinten im Hafen, ganz da hinten auf der Klippe, da ist ein Lokal, das heißt Varadero. Ja, lebt im Prinzip unheimlich stark von seiner Lage, weil die Lage ist toll, ist direkt, wie gesagt, da hinten auf den Felsen. Und warten wir mal ganz kurz, die Polizei kommt da gerade vorbei. Lebt, wie gesagt, ganz stark von seiner Lage, ist aber leider, ja gut, also man kann mal hingehen, um was zu trinken, aber ansonsten lebt das Varadero wirklich von seiner exklusiven, sehr schönen Lage. Aber zum Trinken, zum Kaffee kann man durchaus mal hingehen und einfach mal sich einen kleinen Trink gönnen, Kaffee gönnen, das geht auf jeden Fall, das passt. Jetzt das immer wieder gern gesehene Bild, die Kathedrale von Palma vor blauem Himmel. Der Schweizer Mercedes gerade nimmt sich eine nach der anderen, wie ich es gesehen habe, am Münden rot. Guckt mal, der Umbau, die Renovierung hier, die geht auch schon sehr, sehr lange. Schon einige Monate, dass hier abgesperrt ist. Dementsprechend kommt man auch nach wie vor aus dem Parkhaus gar nicht überall raus, weil hier kräftig gebaut wird. Also alles hier um die Kathedrale, um den Parc de la Mar wird renoviert. Ich denke mal, dass das dann zur nächsten Saison hin fertig ist, dass das über den Winter, während des Winters fertiggestellt wird. Jetzt geht noch ein Stück durch den Park wieder retour und dann habt ihr wieder gesehen, wie es heute am Samstag hier in Palma aussieht, Anfang November. Wie gesagt, erster Tag mit ein bisschen Wind. Zweiter Tag, Entschuldigung. Gestern hatten wir schon starken Wind, also gestern wirklich war richtig windig und der Balkon bzw. Terrasse sah heute Morgen ganz schön wild aus. Und ja, auch hier bei uns in Palma waren dann vom Dach gegenüber vom Laden Blumentöpfe runtergeweht. Also heute Nacht war es ziemlich stürmisch. Jetzt ist es
windig, böig, aber hält sich absolut in Grenzen. Auf einem anderen Video muss ich mal schauen, ob ich euch das jetzt direkt im Anschluss verlinken kann. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Da bin ich abends durchgelaufen, habe so gefilmt wie jetzt und habe zufällig genau den Moment erwischt, wo abends die Beleuchtung anging. Ich schaue gleich mal, ob ich euch das Video jetzt zum Ende hin als nächstes Video eventuell verlinken kann. Das war jetzt unser kleiner Rundgang durch Palma. Vielen Dank an alle, die es geschaut haben. Wann auch immer, guten Tag, guten Abend, schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und denkt daran, wenn ihr uns noch nicht folgt, gebt uns den Daumen nach oben und lasst uns ein Abo da. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick vom Can Gourmet. Tschüss, ciao.